Die Entschleunigung der guten Nacht. Als ich ein kleines Mädchen war, sprach meine Mutter von einer Prophezeiung. Davon, dass die Welt in Dunkelheit versinken würde und sich das Schicksal der Menschheit entscheiden. Die Videowalls in der Agentur wirken in 256 Baustufen je Farbe. Sind wir allein, tragen wir unsere Kelvin Klein Flaniershorts und schalten auf Strand. Wir brauchen die Brandung nicht, wir haben den Sound unserer Körper und den schönsten Geist in dieser gegenderten Satellitenstadt. Zum Abkühlen zoomen wir an ein Ufer, werfen Rügen an die Wand und entspannen im Fernweh. Wenn wir ein Kind mit Badekappe auf den Arm nehmen, sehen wir aus wie eine kleine Geiselnahme. Wir glauben an die Offenheit von unseren Kunstwerken. Morgens binden wir eine Frau auf den Chef, fesseln sie mit Kreuzknoten an seine Unterarme und füllen die Borderline-Narben mit Kokain auf. Jeder darf an ihr mal ziehen und wenn wir nicht schnell einen Postcolonial Turn in der Pipeline haben, bewerfen wir sie mit ihren Klingen. Als ich ein kleines Mädchen war, sprach meine Mutter von einer Prophezeiung. Davon, dass die Welt in Dunkelheit versinken würde und sich das Schicksal der Menschheit entscheiden. Wir profitieren stark von Weiterempfehlungen. Sie sagte, Gott hätte sich verändert. Er wäre zornig geworden auf seine Kinder. Charlie, nicht wahr? Ja. Wann ist es denn soweit? Ich glaube, es will bald raus. Aber dein Baby, es wird brennen. Doch nur 20% aller Internetnutzer sind versiert genug, um dies zu schaffen. Täglich bemühen wir uns um die Aufzucht von neuen Kommunikationsformen. Diese Nutzer sind zum Teil schwer pädokriminell. Aber dein Baby, es wird brennen. Was? Sie wirst dich entschuldigen. Oh mein Gott, ihr werdet alle sterben. Erschieß sie! Gottes Motherfucker, clear! Tower. We have a man down. Das letzte Mal, als Gott seinen Glauben an die Menschheit verloren hat, schickte er die Sintflut. Dieses Mal hat er die Agentur geschickt. Man sieht unseren Ringfingern an, dass Kinder nicht die Zielgruppe der Agentur sind. Unser Sortiment ist tief und erwachsen. Wir verstehen uns als Berater für Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Wir konsumieren Eltern und wenn Kirchenglocken eine Ehe einläuten, errichtet der Best Boy Tapes, kleine Scheiterhaufen, bis jeder Straßenzug nach Hexe brennt. Yes, go for it. Einige Frauen glauben, sie könnten nach jeder Einstellung mit uns duschen. Yes, go for it. Wir sind aber keine Sommermenschen. Wir biegen ihre Schneidezähne auseinander, bis wir mit einem 5-Cent-Stück weibliches Zahnfleisch berühren. Unsere Tapes erkennt man an kurzweiligen Rauschen der Brandung und an der Stimme des Best Boys, wie er Anweisungen diktiert. Guten Tag, ich möchte eine Anzeige aufgeben. Den Anwalt mit der Kammer durch sein Megafon erklärt und die Spielzeuge einleuchtet. Does he look like a bitch? Does he look like a bitch? I will survive. Mein Chef hat eine coole neue Geschäftsidee, und zwar waschen, schneiden, ficken für 10 Euro. Und Sandy? Wie ist es sonst in der Agentur? Viel Arbeit? Eigentlich schon. Viel Arbeit. Viel los? Viel los. Viel Lauferei. Eigentlich hatte ich damit gerechnet. Hast du auch ein bisschen geraved? Nee, bin ich nicht so gekommen.
weil wenn man einmal anfängt, dann kann man nicht leicht aufhören. Damals waren wir Kinder ein ganz schön screen. Heute ist der Best Boy zu fett für den Weltfrieden. Keep your next words wisely. Und passt auch sonst auf kein Netzwerk. Keep your next words wisely. None of you have any friends. Das letzte Mal, als Gott seinen Glauben an die Menschheit verloren hatte, hat er die Sintflut geschickt. Dieses Mal hat er die Agentur geschickt. Das Arbeitsklima in der Agentur bleibt, solange der Coffee in uns läuft. Wir tragen unseren Bademantelzwang vor dem Fenster aus. Abtreibung sind die kleine Heiterung unseres Arbeitsalltages. Ist unsere Persönlichkeitsakzentuierung down? Laufen sie live und in Graustufen auf den Video-Walls mit Musik. Wir brauchen keine Bildung. Wir haben Best Boy, eine Abteilung für Verkaufsförderung und hybride Identitäten. Die Luft in der Agentur ist Camp. Das männliche Bein ist in der Öffentlichkeit tabuisiert. Das ist ein anderes Konzept. Die sind aus Siena in Italien, die Schuhe. Und die sind italienischer Schuster. Das ist auch interessant. Die Agentur ist ein Reenactment. Wir brauchen weder Gewinn noch Werbung und beam Futures und Pass auf die Turnhalle der Grundschule. Eine Gruppe trägt weiße Daunenjacken und bleibt im Standbild. Wir verlangsamen die Rechenleistung der Köpfe und warten, bis sie sich den Positionen der Bewusstseinsverwertung fügen. Aber das Höschen, das muss weg. Bei uns gibt es gar kein Höschen. Können Sie mir mal helfen? Danke, Herr Professor. Danke, Herr Professor. Zwischen den Szenen ranken wir das Posing. Die Konversation reibt sich oft an Automatismen und Hubs. Stellt sich der ganze konzeptuelle Apparat zur Disposition, sagt der Bestboy. Schwulen Pornos sagt der Bestboy auch schwul und Lesbenpornos machen lesbisch. Die Idee haben wir aus dem Mittelalter. Landscape Mode, Hühner und Bauernhaut. Der Making of, die moderne Gesichter, die moderne Architektur unserer Gesichter. Der Best Boy auf dem Roof, wie er sich den Wachs aus der Kirche unseres Vertrauens in die Ohren stopft. In pharmazeutischer Überhöhung, eine Seelenrede über das Megafon. Ezekiel 25:17, the path of the righteous man is beset of all side by inquinity of the selfish and tyranny of evil man. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper, and the finder of lost children. And I will strike down upon thee, great vengeance and furious anger, those who attempt to poison and destroy my brother, and you will know my name is the Lord. Wir wohnen und überwachen und ritzen Diskretionsverbote in die Oberschenkel der Sekretärin. Beim Glas am Pool, den Blick auf unsere Kulissen. Die Informationen finden uns. Agenturausflug. Wir streichen schwangere Frauen aus der Kartei, cruisen im Van und mit Fernlicht durch die Satellitenstraßen. Der Chauffeur funkt. Bring that next level shit. Aus offenem Fenster schießen wir im Softer-Calls neues Schwenkfleisch an. Der Bestboy fährt anbei, überwacht und sammelt Frauen mit Pelzmänteln und Markierungen. Die Zukunft war gestern und auch morgen werden wir die Grauschufen unserer Walls wieder auf der Netzhaut füllen. Ich
Enter my digital zone, there's a side of foam on the microphone. I'm scoping, third eye strobing, mind open, sweat streaming, flesh gleaming, fast feeling, high energy speaking, deep meanings, freak when I see things, like this chick in a G-string. Can I touch you, friend?